Was geht ab, Nakamas? Zane ist wieder da. Heute mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 977. Doch bevor das Video losgeht, solltest du neu auf meinem Kanal sein, herzlich willkommen! Wenn dir gefällt, was du siehst und du immer auf dem neuesten Stand in One Piece sein willst, dann smash den Abo-Button und werde ein Teil meiner Piratencrew. An meine Nakamas da draußen, über einen Klick auf den Like-Button würde ich mich wie immer sehr freuen. Und jetzt legen wir los mit dem Video, let's go! Das Kapitel heißt, die Party ist vorbei. Auf der Coverpage sehen wir, dass Chiffon und Lola endlich wieder vereint sind. Die Strohhüte wollen eine Party feiern, weil Jinbei nun offiziell der Crew beigetreten ist, doch Ruffy sagt, dass sie damit warten, bis sie die Yonkos besiegt haben. Kaido ordert seine Leute an, seinen Sohn zu suchen. Er solle dem Bankett beiwohnen und Lin Lin treffen. Big Mom zieht währenddessen ihren Kimono an. Die Flying Six erscheinen auf der Party, aber wir sehen nur ihre Beine. Es wird auch nichts darüber gesagt, wie Jinbei von Whole Cake Island nach Onigashima gekommen ist. Aufgrund des Coronaviruses, welcher nun vollends Japan erreicht hat, wird nächste Woche das Kapitel ausfallen. Kaido hat also einen fucking Sohn. Und so wie sich das angehört hat, ist es wohl nicht Katakuri. Schade, das war eigentlich eine Theorie, die ich demnächst bringen wollte. Aber vielleicht, schauen wir mal, hau ich sie dennoch raus. Was haltet ihr denn von den Spoilern? Was denkt ihr, wer oder wie? Oder was könnte sein Sohn sein? Schreibt mir eure Meinung darüber doch unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann smash den Like und den Abo-Button. Bis morgen zum Kapitel-Review wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.